Friends, es ist 7:15. Ich sag's, wie es ist, ich bin kaputt. Normalerweise würde ich nicht aufstehen um diese Uhrzeit. Aber ich mach das alles, um eine Woche lang wie sie zu werden. On my skin, this is love. I know it is. That Girl. Gemeint sind Frauen, die durch ihre unnormal produktive Morgenroutine den Anschein erwecken, dass sie ihr Leben im Griff haben. Hilft mir dieser Trend dabei, gesünder und produktiver zu leben? Das erinnert mich an so Feuchtigkeitscreme, wenn ich ehrlich bin. Leute, mir geht's gerade gar nicht gut. Ich teste das Ganze für euch eine Woche lang aus und falls ihr mich nicht kennt, hi, ich bin Della und normalerweise seht ihr mich bei Auf Null, das ist ein TikTok-Kanal von Puls. Und in dieser Reportage vertrete ich Ari als Gasthost. In den letzten Wochen sah mein Leben ungefähr so aus. So, wir haben 23.30 Uhr, ich bin gerade auf einer Hochzeit. Wie ihr hört, ist es sehr laut. Oder so. Hello, meine Friends, wir haben 3:45. Ich wollte heute eigentlich früh schlafen gehen. Wie ihr sehen könnt, hat das Ganze nicht so gut geklappt, weil ich die ganze Zeit auf TikTok unterwegs war. Wenn ich mal komplett frei habe, keine Uni oder keine Arbeit, dann schlafe ich halt gerne echt sehr lange aus. Diese Woche tatsächlich immer bis 14 Uhr, 13 Uhr, 12 Uhr ist schon gut, wenn meine Eltern mich halt irgendwie aus dem Bett wirklich schleppen. Ich bin eine echte Langschläferin. Und so sieht das Leben von That Girls aus. Sie stehen super früh auf, pflegen ihr Gesicht, machen Sport, frühstücken gesund und planen ihren Tag. All das, bevor ich überhaupt aufgestanden bin. Ihre Morgenroutine zeigen sie auf Social Media. Allein auf TikTok wurde der Hashtag mittlerweile über 10 Milliarden Mal benutzt. Und dann siehst du halt, wie die Menschen irgendwie um 4 Uhr morgens, manche um 3, manche um 5 aufstehen und so vieles schon hinkriegen am Morgen. Wow, bin ich selber so, lebe ich mein Leben ein bisschen falsch? So, wisst ihr, was ich meine? Ich will wissen, wie ist es, Hashtag ThatGirl zu sein. Die Videos von TikTok, Instagram und YouTube nehme ich als Inspiration, um mir meine eigene Morgenroutine zusammenzustellen. Ich will um 6 Uhr aufstehen, mein Bett machen, Sport treiben, mir ein gesundes Frühstück mit Früchten zubereiten, ein Dankbarkeitsjournal schreiben, eine Liste mit To-Dos für den Tag schreiben, eine Skincare-Routine durchziehen und Haare und Make-up machen. Das Ganze will ich 7 Tage lang durchziehen. Außerdem will ich testen, ob ich als That Girl wirklich produktiver im Alltag bin. Deshalb habe ich mir 4 To-Dos vorgenommen, die ich in der Zeit erledigt haben will. Plus, ich will täglich 10.000 Schritte gehen. Ich habe echt die Befürchtung, dass ich ein bisschen grumpy sein kann, wenn ich nicht genug schlafe. Deswegen habe ich da eigentlich am wenigsten Bock, so früh aufzustehen. Und sie hier beobachtet mein Experiment, Dr. Julia Tank. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und forscht unter anderem dazu, wie sich Social Media auf unser Körperbild auswirkt. Den That Girl-Trend kennt sie schon länger. Ja, also dass dieses Thema Selbstoptimierung und vor allem auch Körperoptimierung mir begegnet, ist eigentlich relativ früh. Mein Eindruck ist, dass das in den letzten Jahren auch eher tendenziell zugenommen hat. Da geht es ja auch viel darum, dass Influencerinnen zeigen, wie sie leben, was sie für einen Alltag haben. Und das ist natürlich für die allermeisten Menschen gar nicht realistisch und auch gar nicht deren Lebensrealität. Morgen geht's los. Um 6 Uhr wird das Reportageteam vor meiner Tür stehen. Wie schwierig dieser Selbstversuch für mich wird, ahne ich aktuell noch nicht. Ich bin hochmotiviert, auch wenn ich natürlich weiß, dass es länger dauert, um Gewohnheiten zu verändern. So Leute, wir haben gerade 21 Uhr. Wenn ich meine 8 Stunden Schlaf erreichen will, dann schlafe ich idealerweise in einer Stunde ein, das heißt um 22 Uhr. Und ich muss echt sagen, mir graut es echt bei dem Gedanken, dass ich um 6 Uhr aufstehen muss. Guten Morgen. Und hat um 6 der Wecker geklingelt bei dir? Der hat einmal um 5.40 Uhr geklingelt, damit ich ein bisschen voraufwache. Ich bin direkt nochmal eingeschlafen. Und ich habe mich so richtig gefreut, dass ich nochmal so 20 Minuten habe zu schlafen. Aber immerhin, ich bin wach. Jetzt erstmal fertig machen und dann ab zum Sport. Es ist zu dunkel für mich, Leute. Nachts gehe ich nicht gern raus. So viel kann ich schon mal sagen.
Leute, man sieht es in meinem Gesicht. Ich bin jetzt 18 Minuten, 19 Minuten dabei mit Cardio. Und ich muss sagen, ich schlafe nicht ein. Also, ich bin halt echt müde, merke ich jetzt gerade. Ich bin jetzt an der Beinpresse. Und Leute, die Sonne ist gerade aufgegangen. Und ich muss sagen, es war schon ein schönes, ein sehr schönes Gefühl zu sehen, wie die Sonne aufgeht, währenddessen ich da auf dem Laufband stehe. Ich fühle mich mega produktiv und dabei haben wir gerade erst 8 Uhr, also kurz vor 8. Und ich habe noch den ganzen Tag vor mir, deswegen, ich fühle mich gut. Next up, Tagebuch und To-Do-Liste schreiben. Das ist eigentlich ganz easy, aber schon die nächsten Schritte meiner Morgenroutine stellen mich vor eine Herausforderung. Meine Skincare besteht bisher nur aus Sonnencreme. Und mir fehlen die richtigen Zutaten, um mir ein gesundes #ThatGirl-Frühstück herzurichten. Normalerweise frühstücke ich ja mit meiner Familie und Mama kümmert sich um die Vorbereitungen. Also, erstmal ab zum Einkaufen. Für Skincare gebe ich 51 Euro aus, für Lebensmittel 27. Insgesamt also 78 Euro. Das kostet auf jeden Fall schon etwas, aber ich glaube, das reicht mir auf jeden Fall für die nächsten paar Tage. Oder? Müsste reichen. Zu Hause angekommen, gibt's eine Premiere für mich. Ich mache mir zum allerersten Mal einen Green Smoothie. Mit Sojamilch, Avocado, Spinat etc. Habe ich in den #ThatGirl-Videos gesehen, dass man das so macht. Boah, der sieht richtig clean aus. Der sieht richtig, richtig clean aus. Warte mal, erstmal Geschmackstest. Hey, das schmeckt irgendwie speziell. Also, es schmeckt eigentlich gut. Aber ich hatte, also meine Geschmacksknospen hatten noch nie so einen Geschmack, muss ich sagen. Also das schmeckt ein bisschen auch so, das erinnert mich an so Feuchtigkeitscreme, wenn ich ehrlich bin. Aber wenigstens auf Insta kann ich mich voll als #ThatGirl vermarkten. In der Realität sieht es allerdings anders aus. Es ist schon kurz vor 12 und ich bin immer noch nicht mit meiner Morgenroutine durch. Irgendwie juckt es ein bisschen. Also es brennt. Brennstrich kitzelt ein bisschen und ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an den Dingern, aber ich glaube, meine Haut verträgt es nicht so gut. Also wenn ich ganz ehrlich bin, fand ich das Ganze schon ein bisschen anstrengend und es hat schon viel mehr Zeit gekostet als erwartet. Wenn man bedenkt, wir haben jetzt, glaube ich, 13 Uhr und ich bin seit 6 Uhr morgens wach. 7 Stunden lang habe ich diese ganzen To-Dos gemacht. Und ich habe morgen 3 Stunden Zeit, deswegen bin ich gespannt. Ich bin wirklich kaputt irgendwie und ich will eigentlich nur chillen gerade. Aber chillen ist jetzt nicht. Ich muss nämlich nach München. Dort arbeite ich als Moderatorin für das TikTok-Format auf Null. Morgen um 9.30 Uhr geht's los. Ob ich da Arbeit und #ThatGirl-Routine vereinen kann? Ich bin irgendwie ziemlich skeptisch. Übrigens, Selbstoptimierungstrends auf Insta, TikTok und Co. sind nichts Neues. #HustleCulture, #GirlBoss, #Fitspiration. Aber Julia Tank erkennt einen zentralen Unterschied zum #ThatGirl-Trend. Also ThatGirl ist so ein bisschen subtiler, würde ich sagen, als die anderen Trends. Zum Beispiel Fitspiration steht ja laut Definition dafür, irgendwie gesund sich zu bewegen und eine gesunde Ernährung an den Tag zu legen. Also geht es so viel um das Thema Körper und gesunder Körper. Hustle Culture ist ja eher sowas, wo es auch um die Arbeitswelt geht. Und bei ThatGirl, dadurch, dass verschiedene Dinge zusammengefasst werden, also sei es Ernährung, Bewegung, Arbeit, irgendwie auch meine Wohnung ordentlich halten. Das ist ja ein Zusammenspiel von ganz vielen unterschiedlichen Bereichen und dadurch kann es eben enorm unter Druck setzen. Wir haben 6 Uhr morgens. Ich bin gerade aufgewacht und ich bin sehr, sehr kaputt. Ich will einfach nur weiter schlafen. Aber ja, ich mache jetzt erstmal Sport. Irgendwie reiße ich mich zusammen und ziehe meine Routine durch. Aber glücklich macht mich das Ganze nicht. Was würde den Tag großartig machen? Schlafen, schlafen, schlafen. Ich meine, ins Bett zu legen ist ja auch Selfcare, ne? Ich hake einen Punkt nach dem anderen aus meiner Morgenroutine ab. Aber 3 Stunden reichen mir dafür nicht. Ich habe Haare, Nägel, Make-up, alles on fleek. So Leute, ich habe mir jetzt in der Eile einfach dieses Frühstück gemacht. Da sind auf jeden Fall Früchte.
Ich hatte jetzt keine Zeit für einen Green Smoothie, weil ich muss arbeiten, deswegen, das muss ich jetzt schnell essen, deswegen bye. Obwohl ich gefühlt schon einen ganzen Tag vor meinem eigentlichen Arbeitstag hatte, schaffe ich es, mich im Greenscreen zu konzentrieren. Erfolgreich durch die Morgenroutine, erfolgreich durch den Job. Ich fühle mich wie das perfekte Hashtag That Girl. Zur Belohnung gibt's Pizza. Doch am Abend dann die böse Überraschung. Wir haben 0.03 Uhr und ich sitze hier am Bahnhof, weil diese verfluchte S-Bahn einfach nicht kommt. Leute, ich bin wach. Aber ich sag euch ehrlich, mir geht's gerade gar nicht gut. Bahn ist einfach nie gekommen. Ich habe eine Stunde an dieser Haltestelle gewartet. Dann haben wir uns so eine Art Taxi genommen. Und bis ich mich dann so abgeschminkt habe und mein Gesicht gereinigt habe, das Skincare und so, war es dann halt schon so 31. Und dann habe ich halt noch so eine halbe Stunde am Handy gechillt. Und bis ich dann halt eingeschlafen bin, so wirklich war es halt auch so eine halbe Stunde. Das heißt, ich bin so um 2.30 Uhr ins Bett gegangen. Wir haben 6.30 Uhr jetzt gerade. Das sind 4 Stunden, Leute. Mir geht's echt nicht gut. Ich glaube tatsächlich, ich habe heute echt einen langen Tag und ich brauche den Schlaf. Da ich jetzt noch ein bisschen weiter schlafe bis 7 Uhr morgens. Eine Stunde zu spät setze ich mich an meine Morgenroutine. Den Sport lasse ich dafür weg. Ich sag's, wie es ist, Leute. Ich hatte gerade echt meine 5 Minuten, wo ich einfach nur sauer war. Und dachte mir so, ich will das nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf alles. Der Tag ist im Eimer und ich bin schlecht drauf, weil ich meine Routine schon wieder verkackt habe. Da gibt es auch Studien zu, die das untersuchen. Die unterscheiden einmal zwischen Workload, also das, was wir von Seiten der Arbeit zum Beispiel auf dem Zettel haben, was wir machen müssen, aber auch so der Mental Load, also alles, was noch zusätzlich an mentaler Anforderungen hinzukommt. Ne? Und dazu würde das ja zum Beispiel auch zählen, weil das ist etwas, was wir uns dann mental immer bewusst machen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Und in der Summe wirkt sich das, je mehr Workload und Mental Load wir haben, negativ auf die mentale Gesundheit aus. Wenn das mit dem That Girl Lifestyle was werden soll, brauche ich dringend neue Motivation. In Berlin treffe ich Anna Neubert. Sie studiert Zahnmedizin und postet viel von ihrer täglichen Routine auf YouTube, Insta und TikTok. Ich gehe heute mit ihr ins Fitnessstudio. Mal sehen, ob ich das überlebe. Wie fangen wir denn an? Was ist der Beginning? Also heute, allgemein dachte ich, machen wir einen Leg Day. Also Leg Day ist ja für viele Leute immer der beste Tag der Woche beim Gym. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal warm, ein bisschen Cardio. Laufband ist okay. Ja, perfekt. Und dann so ein bisschen Incline Walk, 5 Minuten, das ist immer ganz gut. So ein bisschen Heartrate hochkriegen und dann. 5 Minuten hören sich gut und machbar an. Ja. Du lebst jetzt aber auch nicht jeden Tag diesen That Girl Lifestyle, oder? Also ich würde sagen, an den meisten Wochentagen schon, vor allem wenn ich halt Uni habe, weil mir diese Struktur am Morgen auch hilft, die Struktur in meinem Alltag sonst zu behalten und auch besser in der Uni mich konzentrieren zu können. Aber zum Beispiel am Wochenende gibt es halt auch mal so einen Samstag oder einen Sonntag oder ich bin Samstag mit meinen Freunden unterwegs, dann zwinge ich mich jetzt nicht am Sonntag um 5 aufzustehen. Aber ich finde es richtig interessant, dass du sagst, es hilft dir, diesen Lifestyle zu machen mit Uni, Arbeit und sowas, weil genau da scheitert es einfach bei mir. Also wenn ich das, glaube ich, so privat mache, genau an einem freien Sonntag oder Samstag, dann mache ich das, glaube ich, viel lieber, weil ich habe so nicht diesen Zeitdruck. Weil zum Beispiel, ich habe es jetzt mit Arbeit versucht und ich muss, glaube ich, so um 9.30 Uhr in der Redaktion sein. Und das hat mich so richtig gestresst, zu wissen, um 9.30 Uhr muss ich dort sein. Ich habe das Gefühl, wenn ich tatsächlich mich selber zwinge, ein bisschen disziplinierter zu sein, dass sich das bei mir auch durchzieht, auch wie gut ich dann in der Uni performe oder wie gut ich dann auch lerne und es schaffe, mich zu fokussieren den ganzen Tag über, weil ich einfach vom Mindset her im richtigen Bereich bin und richtig gestartet habe. Okay, krass. Ich bin beeindruckt und habe auch ein bisschen Respekt. Denn als nächstes geht's zum Bein- und Booty-Workout. Mein allererstes Mal an der Langhantel.
Bisschen Schiss, ja, weil das sieht schon ein bisschen heftig aus, aber die erklärt es einfach super, muss ich sagen. Sie könnte auch als Personal Trainer oder sowas arbeiten. Also Props an Anna. Leute, wenn ihr mich oder die ganzen anderen Puls-Reportage-Moderatoren schwitzen sehen wollt, dann lasst doch mal ein Abo da. Wär nett. Also viele sagen ja quasi, dass dieser Trend ein bisschen toxisch ist. Ich glaube, davon hast du auch mitgekriegt. Ja. So. Was sagst du denn eigentlich dazu? Ich kann verstehen, warum man das sieht, dass es ein toxischer Trend ist. Vor allem, weil das halt auf den sozialen Medien so perfektionistisch dargestellt wird. Ich habe den ThatGirl-Hashtag zum ersten Mal benutzt, da gab es, keine Ahnung, 20.000 Verlinkungen dazu. Da war der auf Instagram einfach noch nicht wirklich groß. Und da war das auch wirklich einfach nur so ein bisschen inspirierend. Und mittlerweile ist es so ein ganzes Movement geworden. Und da hast du das Gefühl, wenn du das, du bist nicht so Teil der Gruppe, wenn du das nicht richtig machst. So geht's mir auch. Ich habe mir schon so oft beim TikTok durchscrollen gedacht, warum kann ich nicht so ein schickes und produktives Leben haben? Was mache ich falsch? Bei den meisten Menschen fördern solche Inhalte die sozialen Vergleichsprozesse. Das heißt, wir fangen an, das, was wir sehen, mit uns selber zu vergleichen. Man unterscheidet da zwischen Aufwärts- und Abwärtsvergleichen. Und in der Regel, also Aufwärtsvergleiche sind die Vergleiche, wo wir eben etwas sehen, was vermeintlich besser ist als der Zustand, in dem wir uns gerade befinden. Und das führt dazu, dass wir uns selber abwerten. Und dieser That-Girl-Trend ist prädestiniert dafür, dass wir eben diese sozialen Aufwärtsvergleiche machen. Dass wir das Gefühl haben, boah, das, was ich mache, ist irgendwie nicht so gut wie das, was da vorgelebt wird. Zum Teil macht man sich den Druck dafür aber auch ein bisschen selbst, wenn man das macht. Also ich glaube, du musst einfach dir komplett im Klaren sein, wenn du damit anfängst, dass es nicht immer gut laufen wird und dass es auch nicht das Ziel ist, das komplett perfekt zu machen. Aus dem Gespräch mit Anna nehme ich mit. Ich muss nicht die To-Do-Liste der That Girls kopieren, sondern eher eine Routine finden, die mir gut tut und die dann durchziehen. Am nächsten Morgen streiche ich den Sport gleich mal von meiner Morgenroutine und lese lieber ein bisschen. Danach geht's raus zum Spazieren. Aufgewacht bin ich wieder mit so einer, boah, ich habe keinen Bock auf alles Einstellung. Aber dann habe ich realisiert, wie dankbar ich bin, mein Journaling und ich bin ehrlich, dass ich einfach die Zeit gefunden habe, endlich wieder mein Buch zu lesen, Leute, und dass ich keinen Zeitdruck habe, weil ich nicht zur Arbeit muss oder sowas oder sonstiges, hat mich so glücklich gemacht. Aber trotz Spaziergang, die 10.000 Schritte reiße ich nicht. Und am nächsten Morgen ein weiterer Rückschlag. Guten Morgen, Leute, es ist tatsächlich gerade 10 Uhr. Und ich bin erst um 9 Uhr aufgewacht. Ich weiß, ich sollte um 6 Uhr aufstehen. Aber Leute, mein Körper wollte einfach nicht aufstehen. Ich war jetzt die letzten 3 Tage unterwegs. Ich bin sogar früh eingeschlafen. Also so um 23 Uhr war ich schon am Schlafen. Das heißt, ich habe 10 Stunden Schlaf insgesamt. Aber wenigstens mein gesundes Frühstück will ich noch weiter durchziehen. Blöd nur, wenn die Familie nebendran ein Mega-Brunch aufbaut. Und ich muss jetzt mein Frühstück mit Früchten essen. Also das ist nicht auf meinem Plan. Dabei kann dieser Healthy Lifestyle auch ungesund werden, wenn Leute ihn zu krass betreiben. Ein Störungsbild, was sich auch die letzten Jahre entwickelt hat, ist, dass Menschen häufig, die sich ganz viel mit Ernährung auseinandersetzen, mit vor allem mit Ernährung, mit Gesundheit, dass diese Menschen eine sogenannte Orthorexia nervosa entwickeln können. Sie sind wirklich sehr gedanklich fixiert auf dieses Thema Gesundheit. Ich muss mich gesund ernähren, ich darf meinem Körper nichts Schlechtes tun. Dass dann teilweise sich auch Folgeerkrankungen einstellen können, wie zum Beispiel Depressionen. Einfach dadurch, dass ich total unflexibel werde in meinem Lebensalltag, in meiner Lebensführung. Und da wissen wir auch aus Studien, dass das mit einem Social-Media-Konsum zusammenhängt, weil eben gerade auf Social Media dieser Healthy Lifestyle extrem promoted wird. Bei mir ist das Gott sei Dank nicht der Fall. Ich will einfach nur Papas Man-A-Man mit Sucuk. Aber auch danach ist nichts mit entspanntem Samstag. Heute ist nämlich die letzte Chance, meine To-Do-Liste abzuarbeiten. Bis jetzt habe ich genau gar nichts davon erledigt. Ich habe meine eine Erledigung geschafft, nämlich meine kaputten Kopfhörer zurückzubringen. Dann werde ich jetzt gleich auf jeden Fall meine Schuhe fotografieren. Und zack, zum Verkauf online einstellen. Aber für den Rest meiner To-Do-Liste habe ich dann auch keine Lust und Energie mehr. Morgen um 6 Uhr werde ich von einem Kamerateam begrüßt. Deswegen
Wir sehen uns bis morgen. So, soll ich dir die Tür öffnen? Ja, gerne. Okay. Wie machst du deinen Kaffee? Oh mein Gott, machst du uns Kaffee? Ja. Wow. Good morning. Tatsächlich freue ich mich echt sehr auf meinen letzten Tag Dead Girl, weil das ist das letzte Mal um 6 Uhr morgens aufstehen. Bei egal, was ich gemacht habe, habe ich mir halt immer gedacht, boah, ich muss um 6 wieder aufstehen. Ich habe echt keine Lust, wieder so tot zu sein wie gestern. Dann gehe ich halt lieber nach Hause und war dann halt schon um 21 Uhr mit meiner Skincare bettfertig. Also, ein letztes Mal Journaling, To-Do-Liste schreiben, Sport machen, gesund frühstücken. All das, was ich schon die ganze Woche machen musste. Oder besser gesagt, hätte machen sollen. Denn die komplette Hashtag ThatGirlMorgenRoutine habe ich nur an 4 von 7 Tagen durchgezogen. An den anderen 3 habe ich nur einzelne Teile davon gemacht. Auch in Sachen To-Do-Liste sieht meine Bilanz eher dürftig aus. Mein Schrittziel von 10.000 Schritten konnte ich nur an 2 von 7 Tagen erreichen. Von meiner To-Do-Liste konnte ich lediglich 2 von 4 Punkten abstreichen. Was ich dagegen immer durchgezogen habe, ist meine Skincare-Routine. Leute, habt ihr eine geregelte Morgenroutine oder versucht ihr einfach nur ganz schnell aus dem Bett zu kommen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Nach 7 Tagen Dead Girl-Routine habe ich einen ziemlich neuen Blick auf den Trend. Jedes Mal, wenn ich diese Videos auf meiner For You-Page gesehen habe, dachte ich mir immer, boah, lebe ich ein bisschen so ein falsches Leben so? Bin ich einfach zu faul? Aber jetzt, wo ich quasi 7 Tage lang diesen Lifestyle gemacht habe, muss ich sagen, nee, ich bin nicht zu faul, aber ich habe einfach gemerkt, jeder braucht eine Routine für sich selbst. Und das ist halt einfach nicht meine Routine. Wenn ihr es zu eurer Routine machen wollt, die Pulsreportage zu schauen, dann lasst uns doch mal hier ein Abo da. Warum Sonnenschutz auf keinen Fall in eurer Skincare-Routine fehlen darf, findet ihr hier heraus. Und bevor ihr jeden Trend selbst ausprobiert, checkt doch mal dieses Video ab. Dort hat nämlich meine Kollegin Nadine Ernährungstipps von Influencerinnen ausgetestet.